Hallo alle zusammen! Im letzten Video haben wir uns einen Sketch über reflexive Verben angeschaut. In the last video we watched a skit about reflexive verbs. Und heute sprechen wir darüber noch mehr im Detail. We will have a detailed look at this because it's not so easy. I know it's very confusing for most of you. Ja, es ist ein bisschen verwirrend. But no worries! Also, heute geht es um reflexive Verben Dativ, okay? We looked at reflexive verbs already in the accusative and now we will look at it with the dative case. So, let's just recap. Ich wasche mich. Das ist Akkusativ. This is accusative. What does this mean? Was bedeutet das? I wash myself. Ja? Also, hier das mich bezieht sich auf ich. It refers to the ich. Das ist nicht so schwer, ne? Now, when does the dative happen? This is in this case. Ich wasche mir die Haare. So, you see, here it's mich, because you're just washing yourself. Now it changes to the dative here, because die Haare ist das Akkusativobjekt. This is the accusative object. Since we already have an accusative object, we don't want another one, so we use the dative here, okay? And now the mir is still referring back to ich, because you're doing it to yourself, yeah? So you're washing your hair, not somebody else's. You could also say, ich wasche dem Mann die Haare. I'm washing the man's hair. Ich wasche dem Mann, das ist auch dativ, das ist also dative, die Haare. Also nochmal, damit du das siehst, hier die zwei, das ist beides das Akkusativ. Objekt. These are both the accusative objects. So, wir schauen uns mal die Reflexivpronomen im Dativ an. Let's have a look at the reflexive pronouns in the dative. Ich wasche mir die Haare. So, it's mir. Then we have du wäschst dir die Haare. Yeah? So, it's dir. Those two are the only ones that are different from the accusative. In the accusative, what is it? It's mich and dich. Yeah? And the rest, they are all the same. So you would say, sie, es wäscht sich die Haare. Sich is the same in accusative, in the accusative. Wir waschen uns die Haare. Uns is the same. You remember I told you us. It's like us in English. Dann ihr wascht euch die Haare. You guys are washing your guys' hair, basically. Und sie waschen sich die Haare. You formal or they are washing your or their hair. Yeah? And again, sich is in the third person singular and sich is also in the third person plural. Ich hoffe, das macht Sinn. I hope this makes sense. So, Übung! Exercise! Ich wasche die Haare. Das musst du jetzt wissen. You have to know this now. How do you say I wash my hair to myself, basically? Ich wasche mir die Haare. Nächste. Er zieht die Schuhe aus. So. Zieht aus is to take off. Yeah? And here you have the accusative object. Die Schuhe ist das Akkusativobjekt. So here you need the dative object and it's a reflexive pronoun. Yeah? Er zieht sich die Schuhe aus. Er zieht sich die Schuhe aus. Nächste. Ich habe das Bein gebrochen. I broke my leg and I did it to myself. You know, that's why it's reflexive. Ich habe, ich. What is the reflexive pronoun for ich? Ich habe mir das Bein, das ist das Akkusativobjekt, this is the accusative object, gebrochen. You could also say, ich habe der Frau das Bein gebrochen. I broke the woman's leg. And it's der Frau, because it has to be in the dative case. Yeah? Ich habe der Frau das Bein gebrochen. Ouch. Alright? Also, if you look these things up in the dictionary, it will say, sich
das Bein brechen. Which means like to break one's leg. And there you also see it's in the dative case. Und weiter. Lackierst du noch die Nägel? Lackierst du dir noch die Nägel? Do you paint your nails? Die Nägel, Akkusativobjekt. Okay. Ich wasche das Gesicht, the face. I wash or I'm washing my face. Ich wasche mir das Gesicht. By the way, there's also an easier way. You could also say, ich wasche mein Gesicht. I wash my face. But actually, it's more common to say, I think, at least I would say, ich wasche mir das Gesicht. Yeah? But if this is really hard for you, just say instead, like, for example, ich wasche mein Gesicht. Oder lackierst du deine Nägel? Do you paint your nails? Yeah, so often you can just use a possessive pronoun. But it's not as common, I would say. Yeah. Okay, haben Sie ein neues Auto gekauft? Did you buy a new car for yourself? Yeah, so that's why it's reflexive here. We need a reflexive pronoun. Haben Sie, what is the reflexive pronoun for Sie? Haben Sie sich ein neues Auto gekauft? Ein neues Auto ist das Akkusativobjekt. Yeah? So have you bought yourself a new car? You formal. Und habt ihr, was ist für ihr? What is for ihr? Habt ihr schon die Zähne geputzt? Have you guys already brushed your teeth? Habt ihr euch schon die Zähne geputzt? So this is a typical question from a mother. Ja, das ist eine typische Frage von einer Mutter. If she has kids and she's like, habt ihr euch schon die Zähne geputzt? Okay, jetzt haben wir die Reflexivpronomen im Akkusativ und die Reflexivpronomen im Dativ gelernt. Now we learned the reflexive pronouns. Falls du Fragen hast, bitte schreibe sie in die Kommentare. In case you have questions, please let me know in the comments so I can answer them in the next few videos, yeah? Just let me know whatever you want to know about reflexive verbs. It's a whole series, so we can talk about a lot of things, yeah? Wir können über viele Dinge sprechen. Schreibe deine Fragen in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.